Okay, let's go. Okay, let's go. Wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Hier. Erster Sprung. Ach, bei dem, ja. Also wir haben hier diesen Sprung. So, das war das, was ich letztes Mal gebaut hatte. Aber das tut noch nicht so richtig, ne? Vielleicht müssen wir hier eher... Ich glaube, wir bauen es einfach hier so mit Stahl und bauen es einfach noch ein bisschen länger, dass er länger quasi abspringt. Okay, wie ist das? Nur mal jetzt vom Absprung her gesehen. Okay, er kommt ein bisschen mit der Schnauze nach unten. Vielleicht, wir müssen ihn ein bisschen flacher... Was ist, wenn wir ihn... Was ist, wenn wir so machen? Nur mal rein hypothetisch. Wir wollen halt nicht, dass der sich so doll überschlägt. Was ist so? Hm. Unten müssen wir ihn halt echt... Hier unten müssen wir ihn halt irgendwie so... Okay. Ja, okay. Ich glaube, wir könnten es hinkriegen so. Ich glaube, wir könnten es hinkriegen. Okay, das Ding kann ja ruhig kaputt gehen. Das ist egal. Er muss es nur einfach irgendwie hinkriegen. Warum genau bist du nach Köln gezogen? Hat er verschiedene Gründe. Das ist eine geile Antwort, oder? Ich hatte überlegt, ob ich nach Berlin ziehen soll. Zu Kevin quasi. Oh, er schafft es nicht mal ganz rein hier. Das wäre aber dann halt so eine Business-Entscheidung gewesen, quasi für den Podcast, wisst ihr so? Weil dann, dass wir halt Video-Podcast zusammen machen können. So eine Entscheidung wäre das dann gewesen. Und, aber Berlin ist halt das Problem, A, eine Wohnung zu finden, eine ordentliche. Fuck. Okay, er muss ein bisschen weiter abspringen. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen höher gehen. Oh, oh mein Gott, okay, wir haben es fast. Der hier bricht noch. Die Lösung gebe ich sowas von ab, Digga. Aber hallo, aber hallo. Nee, also das war tatsächlich so, dass ich mich halt entscheiden könnte zwischen Köln und Berlin, so von meinem Ding her. Berlin hat halt Vorteil als Kevin. Wir könnten Videopodcast machen. Ein paar Leute kenne ich da auch, klar. Köln hat den Vorteil, hier ist Lena, hier ist das ganze Management. Hier kenne ich viel, viel mehr Freunde. Und jetzt kommt halt der Haupthaus... Der Habe ich gerade ehrlich einen Schlaganfall? Der hauptausschlaggebende Punkt ist, dass hier in der WG unkompliziert ich einziehen konnte. Erst in dieses Zimmer und dann oben in Sandys Zimmer, wenn sie raus ist. Also hier gibt es halt einfach das Cash und das ist gut. Wenn du normal eine Wohnung bietest, dann wollen die einen Lohnnachweis sehen. Als Selbstständiger hast du aber keinen Lohnnachweis. Also brauchst du eine betriebswirtschaftliche Auswertung. Die hast du aber erst, wenn du ein Jahr selbstständig bist, bin ich auch noch nicht. Und selbst dann ist es schwierig. Also deswegen, es wäre ein übelster Struggle gewesen. Und hier hätte ich halt, konnte ich einfach unkompliziert rein. Kann auch jeden Monat wieder raus. Das heißt, ich kann halt auch sagen, hey, ich ziehe jetzt doch noch nach Berlin. Und dann würde ich halt das machen. Alrighty, so, wo ich jetzt sehe ich jetzt nochmal die Lösungen von euch? Ah, hier, drei Hinweise. Oh. Okay, stark. Da haben wir das Design. Von wem war das jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Von Mofo. Jop. Sieht gut aus. Mofo ist sehr stark. Nächstes Level. Manche Checkpoints stoppen das Auto. Aber okay, wir haben beide Autos fahren. Hydraulik, Boot, Hydraulik, zurück. Also beide Autos fahren. Fahren bis hier hin. Dann kommt ein Boot. Dann geht es hier runter. Okay. Das, wir machen jetzt hier. Oh, ey, das ist geil. Ich liebe Hydraulikbrücken, ehrlich gesagt. Okay, so schon mal. So, haben wir das schon mal. So, und dann für das Boot machen wir hier diese Schränke auf. Geht die Hydraulik von hier nach hier? Ich würde es mal so machen, dass wir quasi diese Seite heben wir hoch. Und dann heben wir diese Seite hoch. Das heißt, die beiden werden hochgehoben. Ich glaube, dann haben wir schon, Leute, Real Talk. Ich glaube, dann haben wir es wirklich schon. Boah, dieses Kopieren-Feature ist wirklich MVP. So, und die hier muss natürlich weg. Alter, Leute, ich glaube, wir haben es. Ah, warte mal, der muss auch noch weg hier. So. Du musst es am geteilten Ding ziehen. Nein, 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 nein. Nee, so ist, glaube ich, richtig, Bro. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, die hier müssen wir nicht teilen, oder? Ja, mal gucken. Ich glaube, der Bulli hält ein bisschen zu weit hier vorne an. Ja, der hält zu weit hier vorne an.
Das heißt, mein Plan geht nicht ganz auf. Okay, dann bauen wir es um. Dann bauen wir es um. Dann machen wir hier fest und wir heben nicht, wir machen hier den Knackpunkt rein. Dieser Hydraulikmann hebt den ganzen Schweinestall hier hoch, wenn er das hinkriegt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh! Okay, er rastet halt völlig sein Leben aus. Reicht, oder? Oh mein Gott, clean! Wie geil! Oh, ich finde das so satisfying.